Zuschauer. Ja, ich bin wieder in Asien. Ich fühle mich einfach wohl, deswegen bin ich ja glücklich. Ja, ich glaube, das ist ja leider. Sao Paulo hat ein bisschen mehr viel gemacht. Wahrscheinlich nur ein Video jetzt geben. Ich dann, ja, war jetzt fast eine Woche in Sao Paulo. Bin dann hierher geflogen. Nach Cebu. Also erstmal über Bangkok. Dann nach Cebu. Ja, war nur ein kleiner Act. Also, über 28 Stunden halt gebraucht. Da ich bei Äthiopien geflogen bin, habe ich dann Gelbfieber vorzeigen müssen. Ja, das war auch immer so. In Bangkok dann musste ich dann nicht angestanden bei Immigration eine halbe Stunde. Da habe ich mich nicht durchgelassen. Dann musste ich erst zur Hälfte gehen, dann nochmal Formular ausfüllen, dann nochmal Immigration gehen, eine Stunde anstehen und dann erst durfte ich einreisen. Ja, weil Gelbfieber dann Pflicht ist, wo ich vielleicht in Äthiopien ja, zwischengelandet bin. Aber gibt's schon was. Ja, jetzt war ich noch ganz kurz in Cebu City. War aber nicht viel. Aber jetzt geht's weiter. Und zwar bin ich jetzt hier am Pier, Leute. Pier 1. Pier 1? Ja, Kohol bin ich. Von richtig drauf. Also ist die Insel und runter. Schon eine große Insel. Wenn ich da nochmal einen Bus nehmen zum Lona Beach oder sowas. Ich hab da mal ein Hostel gebucht. Also ich freue mich schon wieder auf Asien. Also, so wie ich hier angekommen bin, war ich wieder richtig gut drauf. Südamerika war auch nicht schlecht, also schlecht zu reden. Ja, ich bin jetzt 11 Monate unterwegs. Ich muss mal reinziehen bei der 11 Monate. Ist nicht mehr so wie am Anfang. Vielleicht fehlt so ein bisschen so die Power vielleicht aus noch da, aber irgendwie so. Das so wie am Anfang, die Motivation so 100%ig. Kann man auch nachvollziehen. Ich kann auch die YouTuber verstehen, wo mal einen Monat irgendwo geblieben sind, nur in einer Unterkunft oder so. Das habe ich mir früher gewundert, was hier bleibt in Bali einen Monat, ist der in Unterkunft. Aber jetzt kann ich die auch nachvollziehen. Ja, aber ich gehe eh bald wieder nach Deutschland. Da werde ich dann wieder gute Kraft haben. Sicherheit. Hey, hier viele Queen, hammer geil hier. Also mega cool. Die Leute, Landschaft, alles. Die Queen ist einfach der Hammer. Also, die müsst ihr echt mal herkommen. Jetzt zur Fähre. Bevor das Video zu lang wird, der Vlog. Ich habe jetzt 54 gezahlt. Und dauert 2 Stunden. Dann fahrt alle 1 Stunde 20 ab. Oder jede Stunde fährt es ab. Dann nur 25 Pesos Terminal Fee. Gut, geht noch. Gerade blöd erwischt der, also ich muss nochmal eine Stunde warten. Also, gibt schon noch was. Schon was, ja. Zur SIM-Karte, kann ich auch gleich erzählen, was ich gezahlt habe. Jetzt der Flug noch lang. Da habe ich jetzt 800 gezahlt für 2 Wochen. Aber meistens hält es länger. Also überall, in jedem Land war es so, dass es doch länger hält als 2 Wochen oder eine Woche. Ich habe jetzt 20 GB, 25 GB. Mega cool. Also, so viel hatte ich. Habe ich nie überall gesehen, extrem selten. Ja, jetzt ist der Bilan, dann geht's zur Fähre. Ja. Noch mal ein paar Videos dazu. Dann geht's weiter. Schönen guten Morgen, Freunde. Ich habe gestern ja leider jetzt nicht mehr geflockt, also ganz verschwitzt. Bin jetzt hier angekommen im Hostel, Aluna Beach. Ja, also vielleicht kann ich mal innen drin ein bisschen mehr zeigen. Und gerade noch welche geschlafen. 8 Bettzimmer, zahle ich 10 Euro rum. Schon ein bisschen teuer. Aber ja, es ist halt hier Touristengegend. Aber wenn ich nach Bohol komme, würde ich euch auch hier empfehlen. Also hier immer dann irgendwie alles. Geiler Strand und was weiß ich was. Also gestern war ich noch kurz am Strand.
Ja, und dann mit dem noch Abend gegessen. Vom Wales, war auch der erste Wales-Typ, den ich kennengelernt habe. Ja, jetzt bin ich hier. Also, ich habe Pola gemietet. Hammer, geil, Leute. Ja, Zahler war die 600. Schon teuer. Aber ich habe jetzt auch noch gehört, dass man in der Stadt selber in Pyeongchang für 400 pro Tag mieten kann. Also, falls euch das interessiert, wenn ihr eh dort ankommt, könnt ihr gleich mieten und dort wieder abgeben. Das ist dann ein bisschen billiger. 2,50 Euro oder so, 2,20 Euro. Kann man machen. Aber ich leise nur ein Tagesmal aus. Das ist 10 Euro am Tag, dann nicht viel. Vielleicht auch 2-3 Tage, muss man gucken. Ja, schon viel eigentlich. Vielleicht finde ich irgendwas noch billiges. Ich schau mal ein bisschen oben noch. Vielleicht auch 500. Ja, jetzt direkt schon am ersten Tag gehe ich jetzt zu Chocolate Hills, also die Schokoladenhügel, beim Deutschen zu bleiben. Ist 1,5 Stunden weg, glaube ich, von hier. 1,5 Stunden. Wird eine schöne Fahrt. Wer da macht mit, hoffentlich. Muss wahrscheinlich tanken. Das werde ich mit euch. Ist immer so, wenn man die Rolle ausleiht. Oh, Tank ist leer. Ja, das mache ich aber jetzt noch. Und dann würde ich sagen, auf geht's, ab geht's. Angekommen. Also war jetzt eine Stunde 15. War schon ein kleiner Weg, aber ja, macht schon, hat mega Spaß gemacht, die Fahrt, die ganze Landschaft genießen, die Leute, also macht mega Spaß. Und jetzt bin ich hier oben. Chocolate Hills. Also, da habe ich noch meinen Roller abgestellt. So sieht es gerade hier aus. Ja, mega, mega cool. Und da sieht man jetzt auch schon ein paar. Allerdings viele Chinesen hier, ist leicht ein bisschen nervig, aber die sind halt überall, kann man leider nichts machen. Sonst, ganz schön. Also da geht es jetzt mal noch hoch, da gehe ich jetzt natürlich hoch, ist ja klar. Ne? Eintritt habe ich gezahlt, 50 Pesos. Ja, ist okay, kann man lassen, ist nicht so viel, eher mit mehr gerechnet. Von dem her kann man jetzt nicht meckern, ne? Getankt habe ich noch nicht, war doch zur Hälfte drin. Verbrauch ist echt ganz wenig bei Rollern, sind wir wieder unglaublich. Aber ich werde dennoch gleich tanken gehen. Vielleicht irgendwas essen und schauen. Das Wetter macht nur halber mit. Hat doch leicht angefangen zu regnen. Regenschirm habe ich dabei. Haha, ich bin mal dabei. Sonnenschutz zwar aufgetragen. Auch notwendig. Achso, so eine Jacke, so Abdecken wäre auch nicht schlecht gewesen. Was schon. Naja, jetzt geht's mal da hoch. Ne? Oben. Naja, keine Kunst da hochzukommen. Aber jetzt schaut mal die Aussicht, Leute. Ah, richtig cool, oder? Ich zeige euch natürlich ein bisschen mehr noch. Oder ich habe schon mehr gezeigt. Wer weiß. Das ist schon beeindruckend hier. So richtig große Hügel. Anscheinend 1268 Stück. Ja. Krass, wie sich das so verformt hat. Also ist eine Natur. Also ist kein Mensch gemacht.
Und dann auch nur hier. Oder? Ich glaube, nur in Bohol gibt es sowas. Und dann noch so viele. Das sieht schon geil aus, Leute. Ja. Anscheinend ist es grün, das Gras. Das sind alle mit Gras bedeckte Hügel. Wo es in der Trockenzeit verwärmen sich dann braun. Keine Ahnung warum, aber vielleicht wegen der Hitze oder Wärme, weiß ich nicht. Und deswegen Schokoladenhügel. Ja. Und so sieht es ein bisschen aus noch hier. Touristen gehen eigentlich. Kinder mit der Glocke. Ja, ist ja klar. Ja, ist nicht so eine große Fläche, aber schon geil hier. Und es ist nur leicht. Von daher alles gut. Jetzt fahre ich dann gleich wieder zurück. Ja, nochmal 1,5 Stunden Fahrt. Stunden 15. Aber macht Spaß zu fahren, echt ohne Witz. Mega Spaß. Vorhin ein paar Videos hier drehen. 60 Grad. Und dann geht's wieder zurück